Spätestens seit dem G20-Gipfel in Hamburg ist die Debatte um Polizeigewalt wieder ins Rollen gekommen. Jetzt mit Black Lives Matter hat die Diskussion nochmal einen Fahrt aufgenommen. In den USA, aber auch hier in Deutschland, fordern viele Menschen ein Ende der Gewalt. Was das Problem mit der Polizei ist und wieso sie nicht reformiert werden kann, seht ihr in diesem Video. Ein Punkt, der vielen gar nicht so bewusst ist und wo sich der Rassismus durch die Polizei ganz offen zeigt, ist das sogenannte Racial Profiling. Dieser Begriff beschreibt, dass Polizeibeamte gezielt Menschen rausziehen und kontrollieren, die aussehen, als kämen sie nicht aus Deutschland. Daraus macht die Polizei auch gar kein Geheimnis. Sie sagt selbst, dass sie diese Methode verwendet und argumentiert auch, dass das einfach zur guten Polizeiarbeit gehört. Doch leider hört hier der Rassismus in der Polizei nicht auf. Rassistische Polizeimorde sind nicht nur in den USA ein Problem. Auch hier in Deutschland töten Polizisten Schwarze und Menschen anderer Bevölkerungsgruppen, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen. Ein Fall ist zum Beispiel Uri Jalloh. Er wurde vor 15 Jahren in einer Polizeizelle ermordet. Er lag gefesselt auf einer Matratze in einer Gefängniszelle in Dessau, als er vermutlich durch einen Polizeibeamten mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet wurde. Wir verlinken euch hier mal ein Video zu dem Fall. Der Mord an George Floyd sorgte dafür, dass Millionen Menschen auf die Straßen gingen. Darunter auch viele mit eigenen Rassismuserfahrungen. Eine Studie der Universität Bochum ergab, dass in Deutschland jährlich über 12.000 rechtswidrige Polizeiübergriffe stattfinden. Von denen landen aber nur 45 vor Gericht, das sind etwa 0,3%. Gerade hier in Deutschland sieht man sehr gut, dass die Black Lives Matter Demonstrationen sich von den üblichen linken Demos stark unterscheiden. Es gibt viel mehr nicht weiße Menschen auf der Demonstration und auch die Reden werden von Menschen gehalten, die alle ihre eigenen Rassismuserfahrungen mit der Polizei oder anderen Menschen gemacht haben. Um zu verstehen, wie wir das Rassismusproblem der Polizei lösen, müssen wir klären, woher die Polizei eigentlich kommt. Uns allen wird beigebracht, dass Menschen nun mal egoistisch und viele auch einfach böse sind. Und um diese Leute davon abzuhalten, anderen zu schaden, bräuchte man eine Polizei, die Recht und Ordnung bewahrt. Dass das eine sehr einseitige Sichtweise ist, wird klar, wenn wir uns die Entstehung der Polizei anschauen. Die Polizei als Institution ist etwas relativ Neues in der Menschheitsgeschichte. Viele tausende Jahre kamen die Menschen ganz ohne Polizei aus. Als die Menschen dann sesshaft wurden und anfingen, mehr zu produzieren, als sie verbrauchten, entstand das Privateigentum und damit auch die Polizei. Oder genauer gesagt, es entstand der Staat, der so etwas wie ein Gewaltapparat mit sich brachte. Das war die Zeit, in der sich die Klassen gebildet haben. Während davor die Menschen in Stämmen relativ gleichberechtigt zusammengelebt haben, hatten wir jetzt Klassen, also gesellschaftliche Gruppen, deren Interessen gegensätzlich waren und bei denen die eine die andere ausbeutet. Die Sklavenhaltergesellschaften waren solche frühen Klassengesellschaften, in denen eine organisierte Macht notwendig war, um die Sklaven in Gefangenschaft zu halten und auszubeuten. Friedrich Engels sagt zum Staat: Der Staat ist also keineswegs eine der Gesellschaft von außen aufgezwungene Macht. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll. Und diese aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat. Weiter sagt Engels über das Gewaltmonopol des Staates: Diese besondere öffentliche Gewalt ist nötig, weil eine selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevölkerung unmöglich geworden seit der Spaltung in Klassen. Diese öffentliche Gewalt existiert in jedem Staat. Sie besteht nicht bloß aus bewaffneten Menschen, sondern auch aus sachlichen Anhängseln, Gefängnissen und Zwangsanstalten aller Art. Sie verstärkt sich aber in dem Maß, wie die Klassengegensätze innerhalb des Staats sich verschärfen und wie die einander begrenzenden Staaten größer und volkreicher werden. Man sehe nur unser heutiges Europa an, wo Klassenkampf und Eroberungskonkurrenz die öffentliche Macht auf eine Höhe emporgeschraubt haben, auf der sie die ganze Gesellschaft und selbst den Staat zu verschlingen droht.
Die Polizei existiert also, seit es den Staat gibt, um die herrschende Ordnung aufrechtzuerhalten. Eine gesellschaftliche Ordnung, die durch ihre inneren Widersprüche immer wieder zu Konflikten führt. Gerade in der Krise, wie wir sie heute erleben, machen sich diese Konflikte bemerkbar und die Rolle der Polizei tritt wieder in den Vordergrund. Es ist zum Beispiel die Polizei, die alle Corona-Beschränkungen und Grundrechtseingriffe durchsetzt und dabei naturgemäß mit den ärmsten Menschen am schnellsten in Konflikt kommt, da diese am krassesten unter den Beschränkungen leiden. Doch da, wo Menschen unmittelbar von staatlicher Gewalt und Diskriminierung betroffen sind, entsteht immer auch das Potenzial für eine politische Antwort der Unterdrückten. Gerade im Zuge der Black Lives Matter-Proteste wird jetzt immer häufiger die Forderung nach Defunding, also Definanzierung, Neuaufstellung, Reformierung bis hin zur Abschaffung der Polizei diskutiert. Wir behalten mal die Worte von Engels im Hinterkopf und überlegen uns einfach mal, wie so etwas aussehen könnte. Aktuell gibt es in Deutschland mehr als 300.000 Polizistinnen und Polizisten. Die sind mit allen möglichen Aufgaben beschäftigt. Manche bewachen Veranstaltungen und Demonstrationen, andere sichern den Straßenverkehr, wiederum andere machen Kontrollen in den Wohnvierteln oder werden gerufen, um einen besonders hartnäckigen Streik aufzulösen. Manche dieser Aufgaben sind sinnvoll, zum Beispiel brauchen wir Menschen, die eine Unfallstelle absichern oder für Sicherheit auf großen Events sorgen. Diese Aufgaben müssten auch in einer Gesellschaft ohne Polizei von Menschen erfüllt werden. Allerdings wäre der Charakter ein anderer. Erste Versuche, den Charakter der Polizei zu verändern, gibt es zurzeit zum Beispiel in Westkurdistan. Hier wurden schon einige Erfahrungen mit der Abschaffung der Polizei, wie wir sie heute kennen, gesammelt. Dabei werden aus der lokalen Bevölkerung Gruppen gebildet, die die sinnvollen polizeilichen Aufgaben übernehmen sollen. Diese Volksmilizen sollen durch die Bevölkerung vor Ort legitimiert sein und den Dienst nur auf eine bestimmte Zeit ausüben, bis dann die Nächsten diesen Dienst übernehmen. So wäre dann auch der Rassismus nicht mehr so ein großes Problem, da alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen in die Miliz einberufen werden würden. Eine Bedingung dafür ist, dass die Gesellschaft nicht mehr in Arbeiter und Besitzer geteilt ist. Denn wie Engels das schon gesagt hatte, wird die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich immer zu Konflikten führen und einen über der Bevölkerung stehenden Machtapparat notwendig machen. Und hier zeigt sich auch sehr schnell das Problem mit der Abschaffung der Polizei. Um diese wirklich umzusetzen, ist eine komplette Umwälzung der Gesellschaft notwendig. Die Macht der herrschenden Klasse baut nun mal darauf auf, dass sie den Reichtum in ihrer Hand haben. Und solange das so ist, haben sie auch einen Machtapparat, der diese Verhältnisse aufrechterhält. Erst wenn die Unterdrückten die herrschende Klasse entmachtet und enteignet haben, gibt es auch keine Basis mehr für die Polizei, wie wir sie heute kennen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, liked das Video und lasst euch nicht erwischen.